Tyler Rake, Extraction. Eine Netflix-Neuveröffentlichung, bei der man den Eindruck haben könnte, es mit ziemlichem Standard zu tun zu haben. Das stimmt auch, aber mit ein paar feinen Details. Der Film wurde von einem der Russo-Brüder geschrieben. Die waren Regisseure von Avengers Endgame und es passt ja, dass sie sich von dort Chris Hemsworth direkt hier an diesen Film rübergeholt haben. Haben die wahrscheinlich in der Drehpause überredet. Und wir sind mit einem Film hier unterwegs, der absoluten Standard darstellt, was die Story angeht. Denn hier sind zwei Drogenbarone im Krieg. Der eine entführt den Sohn des anderen und der wiederum möchte seinen Sohn wiederhaben und engagiert einen Söldner, der jetzt den Jungen freiballern soll. Das ist wirklich das Handlungskonzept und mehr als das gibt es nicht. Aber bei einer solchen Vorgabe gibt es ja Details. Zum Beispiel, der Söldner zieht los. Wird er den Jungen jetzt in den ersten 20, 30 Minuten erreichen und muss sich ab da mit ihm in die Freiheit kämpfen? Oder ist der Junge vielleicht das Endziel, das erst zum Ende hin erreicht wird? Des Weiteren ist die Frage, wie fällt die Hauptfigur aus? In diesem Fall etwas zwiespältig, weil Chris Hemsworth hat ja als Thor und auch in manchen Komödienrollen gezeigt, dass der sehr lustig und fröhlich und strahlend sein kann. Der kann aber auch den nüchternen, knochentrockenen Hund spielen, wie zum Beispiel in diesem Kriegsfilm 12 Strong. Und diese Figur hier, des Tyler Rake, ist, glaube ich, in dieser Form angelegt. Gleichzeitig gibt es aber doch so ein paar kleine Manieren, die so typisch Chris Hemsworth sind, die dann da reingeflochten sind. Das heißt, er kämpft mit ein paar Jugendlichen und sagt danach, ich kämpfe hier mit den Goonies des Todes. Er macht hier und da einzelne flapsige Sprüche. Also irgendwie passt das nicht in das Gesamtbild, insbesondere wenn der Film so vage umreißt, ich will es nicht ausführen, aber dass Tyler Rake nicht unbedingt der positivste Charakter ist und auch nicht so unbedingt nur am Leben hängt. Und die erste Szene, in der man ihn sieht und das, was er da macht, das hätte für mich auch eine Cutscene aufs Tor sein können. Ansonsten haben wir halt diese Sache, ein Mann, eine Mission und da gibt es eben auch eine ganze Palette an Dingen, die man einbinden kann oder nicht. Er nimmt unterwegs zum Beispiel Kontakt mit einem alten Weggefährten auf, das ist David Harbour. Der könnte jetzt eine Unterstützung sein, der könnte aber auch zum Verräter werden. Es gibt im Hintergrund bei den Drogenbaronen Beteiligte, die in die ganze Sache involviert sind, die könnten ihm helfen, die könnten intrigant werden oder der eine macht erst das. Das sind halt diese ganzen Stellschrauben, bei denen du an so einem Film rumdrehen kannst. Oder der Junge und er, die könnten jetzt so ein Vater-Sohn-Verhältnis entwickeln oder komplett distanziert bleiben. All das gilt es natürlich rauszufinden, wenn man den Film schaut. Ich komme einfach zum Fazit, man hat das eigentlich ganz gut gelöst. Es gibt hier und da mal leichte Abweichungen, damit meine ich eben, dass auf eine manche ernste Szene ein etwas zu flapsiger Spruch fällt, aber das ruiniert es gar nicht. Ein generelles Problem des Films sind für mich die Darsteller und ihre Rollen. Blöder Oberbegriff. Was ich meine ist, im Showdown kommt ein Scharfschütze zum Einsatz, der macht echt krasse Sachen. Der Darsteller des Scharfschützen ist aber kreidebleich und uninteressant. Das heißt, die Figur ist größer als der Darsteller, der sie spielt. Einen ähnlichen Effekt ist bei dem Jungen, der hier beschützt werden muss. Der Junge, der ist sympathisch, der ist nett, der hat keine besondere Chemie mit Chris Hemsworth. Der ist der Handlung nach völlig lieb und okay und gut, aber irgendwie wird er mir nicht entsprechend vermittelt. Und dasselbe gilt für den Oberschurken, diesen Drogenbaron, der zu Beginn eine Szene bekommt, in der er so etwas unfassbar Böses tut, dass man am liebsten in den Fernseher schlagen möchte. Aber gleichzeitig ist der Darsteller, der ihn spielt, völlig kreidebleich. Und das zieht sich echt durch den ganzen Film. Aber, und es gibt, das ist jetzt das Entscheidende, eine Sache überrascht und das ist die Action. Die Action ist jetzt natürlich wieder so ein schöner Oberbegriff, aber der Film ist in so einem rötlich-grünlichen Look gehalten. Der sieht aus, als wäre er in der Welt von Black Hawk Down gedreht. Die Action ist regelrechte Kriegsaction. Es spielt größtenteils in so einem Armenviertel, in der dann herumgeballert und geprügelt und geschlagen wird. Und die Action erreicht ein unfassbares Level an Härte, an Gewalt, an Kreativität bei der Gewalt, also womit hier alles gekillt, getötet wird, wo hier Messer eingesetzt werden oder es wird einem das Genick mit den Füßen gebrochen. Also all solche Sachen. Ich hätte von so einem Film nicht erwartet, dass der so eine krasse Härte auffährt und obendrein schießt er mittendrin die Pointe ab in Gestalt einer über 10-minütigen Plansequenz, also einer Actionsequenz im Auto, die über 10 Minuten ohne einen Schnitt auskommt. Sagenhaft. Deswegen, der Film zerfällt in etwas ungleicher Hälfte, weil die erste Stunde ist absolute Dauer-Action, absolut heftig. Und dann kommt eine etwas längere Ruhephase, bevor es eben in nochmal einen krassen Showdown geht. Insgesamt ist der Film inhaltlich, wie gesagt, völliger Standard, ohne irgendwelche nennenswerten Besonderheiten. Aber von der Inszenierung her, von der Härte und von der Kreativität bei Kamera und von Action-Szenen
Absolut herausragend und deswegen meilenweit mehr, als man von einem einfachen Streaming-Titel, der so rauskommt, erwarten kann. Deswegen, ich kann den Film überraschenderweise absolut nur empfehlen und gebe auch sehr zufriedenstellende 4 von 5 Punkten. Wenn man einen Referenzfilm haben will, kann man aus dem letzten Jahr Triple Frontier heranziehen. Der lag auf einem ähnlichen Level, aber hier hat man mit Tyler Rake einen etwas anderen Charakter und obendrein, natürlich ohne Spoiler, auch nicht unbedingt das Ende, das man so erwarten würde. Wie seht ihr das? Habt ihr Lust auf diesen Film oder geht ihr euch vorbei? Das würde mich interessieren in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.